auch immer. Wir haben hier das antarktische Borkheide. Wir haben hier auch, wir können auch im April noch sowas bieten wie minus 3,8 antarktische Winter. Hallo Borkheide, hallo Welt. Und schon wieder Montag und vor der Kamera hier, wie immer, Matze und Lutze. Eure Lieblings-Kasper-Köppe aus Borkheide. Ja, wir versuchen immer noch durchzuhalten. Es wird nicht besser. Ich kann mal Reis wecken für den Morgen. Es wird nicht besser. Gruß der Woche geht dieses Mal an alle, die uns immer mit solchen lustigen Bildern hier überschütten. Und den Humor nicht verlieren. Lasst die Finger von, geht mit den Zungen weg von euren Monitoren. Das Handys, geht nicht gut. Handys. Ja, dann könnt ihr euch übrigens an dieses Video hier noch erinnern. War eine coole Sache, oder? Ich war dabei. Das wird dieses Jahr nicht geben. Wir nehmen das vom letzten Jahr nochmal. Definitiv nicht. Es ist also schon, man merkt schon das zweite Jahr, also jetzt schon ein Jahr um und es ist immer noch nicht besser. Und aber wir können und dürfen und sollen euch informieren, dass es tatsächlich dieses Jahr einen richtigen Maibaum gibt. Nein, diesmal einen richtigen Maibaum und zwar von der Feuerwehr, aber der wird nicht am 30. gestellt, wie sonst früher in der schönen Zeit noch üblich war. Sondern am 32. Sondern, nein, den Termin dürfen wir euch nicht nennen, aus bekannten Gründen, weil sonst gehen da noch drei Leute hin und sehen das und es könnte sein, dass es dann wegen Bandenbildung nach hinten losgeht. Oder Leute werden mit Eiern geworfen oder so. Ja, aber es wird in der Woche nach dem 1. Mai passieren, dass ein Maibaum gestellt wird, damit wir wenigstens an die Dinge erinnert werden, die es vor diesem ganzen Theater hier gab. Das finde ich cool von der Feuerwehr. Wir werden für euch dabei sein und das filmisch festhalten, glaube ich. Kommst du mit? Darfst du? Ich darf alles. Ja, gucken wir uns das an und schicken euch dann im Montag drauf, dann, also nicht zu diesem nächsten, sondern zum übernächsten, ein Video mit auf die Reise. Jo, dann möchte ich mich bei dem ehrlichen Finder bedanken, der Matze gefunden hat. Wieder, der war mir verloren gegangen. Ach nee, es ging gar nicht um dich, oder? Nein, es gibt ganz liebe, nette Leute in Borkheide, gerade auch neu zugezogene. Denn eine mir nahestehende Person, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Ich nicht? Hatte doch letzten Mittwoch das Handy verloren beim Laufen durch Borkheide. Das auch sofort gemerkt, sofort zurückgelaufen und da war das Handy schon weg. Und was dann sehr schön war, wir haben es dann verfolgt, wie das Handy in Bewegung war über die B246, über die A10 bis westlich von Berlin. Da hat es dann aufgehört zu laufen, dann ist es dann stehen geblieben. Aber zum Glück ist der ehrliche Finder dann rangegangen und wir konnten das dann am Abend wieder abholen. Also nochmal herzlichen Dank für das Mitnehmen, weil das, wenn es jemand anders gefunden hätte, wäre es wahrscheinlich eventuell weg gewesen. Also wie gesagt, Dankeschön nochmal und herzliche Grüße hier von uns. Gut, jetzt darf ich nochmal und zwar mit einer richtig fetten Kritik. Was? Guckt euch mal dieses Bild an. Ja, so sieht es mittlerweile im Waldbad aus, denn ist doch wohl unmöglich. Nichts passiert dort. Ich weiß nicht, was mit dem Vorstand los ist. Was? Kannst du aber nicht bringen. Warum nicht? Na, du bist doch mit dem Vorstand vom Waldbad, oder? Na ja, und? Erzähl mal. Na, wir haben eine Biberzucht auf ihn gemacht. Du musst ja irgendwo das Geld herkriegen. War da ein Arbeitseinsatz? Ja, danach sah es dann so aus. Ach, nach dem Arbeitseinsatz. Nein, natürlich nicht. Und wir werden es auch nicht so weit kommen lassen. Ja, aus dem Waldbad, soweit die Info. Wir hängen natürlich auch an diesen ganzen Öffnungsbeschränkungen, Inzidenzzahlen und dem ganzen Gedöns dran. Hoffen natürlich auch, dass sich das demnächst alles wieder wie im letzten Jahr gerade rüttelt. Und natürlich sind unsere rüstigen Rentner auch teilweise schon einzeln und mit Abstand aktiv, dass auch ein bisschen die Wiese gepflegt wird. Den Wasserumlauf, also das ganze Bad, die Technik haben wir schon in Betrieb genommen. Da sind wir also schon bei, dass wir dieses Jahr, wenn es heißt, es geht los, ein bisschen schneller ran sind. Also das haben wir aus dem letzten Jahr gelernt. Ihr habt gelernt, das ist auch eine seltene Tatsache hier mittlerweile in Deutschland, dass man lernt aus irgendwas. Na, Moment, in diesen niederen Ebenen geht es ja noch. Ja.
So, Schluss. Nein, wir üben gar keine Kritik. Nein, 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 nein. Wen denn? Nein, niemals nicht. Also das heißt also demzufolge, es gibt keinen Waldbadlauf. Nein, immer noch nicht. Auch keine Eröffnung zum 1. Mai. Es gibt auch keinen Flohmarkt. Zum 2. auch keinen Flohmarkt. Nein, die Eröffnung wäre am 15. gewesen. Ja, okay. Das ist natürlich im Moment nicht absehbar. Hier nochmal auch Dankeschön an die Rettungsschwimmer, die auch schon den Einsatzplan bei uns befüllt haben, soweit wie sie das tun konnten. Natürlich werden die ersten Dienste, die dann eben nicht gemacht werden können. Wir hoffen, dass sich das über das Jahr dann auch wieder verteilt. Und wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir von 22 bis 0 Uhr einzeln baden gehen? Da ist doch zu. Okay. Wir vergessen das. Okay, aber wir haben noch ein anderes Thema. Und zwar, wir haben unterhalten uns ja ab und zu mal. Wir mögen uns zwar nicht immer, aber meistens. Manchmal streiten wir uns auch. Nee, gestritten haben wir uns noch nicht wirklich, oder? Wir sind zwar mal anderer Meinung, aber richtig, wir haben uns noch nie gestritten und noch nicht gehauen. Fällt mir gerade so oft. Müssen wir mal nachholen. Wenn du hochfährst, höre ich weg. Jedenfalls unterhalten wir uns ja mal, was wir so machen, was wir euch so bieten können. Und gerade weil immer so wenig los ist hier in Borkheide und wir nicht so wirklich wissen, was wir bringen sollen. Ja, es gibt immer auch mal, wir könnten jetzt der Feuerwehr hinterherrennen, wenn sie einen Einsatz hat. Oder ich weiß auch, dass auf dem Sportplatz, und zwar vom Sportplatz der Schule gebaut wird. Das habe ich nämlich ganz verdrängt. Bisher war ich auch noch nicht weiter. Habe ich aber gerade gehört am Wochenende. Und zwar wird der Sportplatz komplett die ganze Fläche erneuert. Aber nicht der Sportplatz vom BSV 90, sondern der von der Schule. Der ist genau daneben. Das habe ich bis dato gar nicht gewusst. Ich dachte, die hört alle zusammen. Nein, das ist ein Zaun dazwischen. Mhm. Da müssen wir nochmal hingehen, mal gucken, ob wir mal ein Foto machen können. Die machen die ganze Oberfläche neu, alles. Und ja, und wie gesagt, in dem Zuge hätte man ja mal machen können, hatten wir uns so gedacht in unserer Einfalt, dass wir Menschen, die einzeln zu Hause sitzen, gibt genug Rentner oder auch Leute, die nicht rauskommen, die wirklich so rumsitzen, die maximal zum Einkaufen kommen, wo nichts mehr passiert, die nicht wissen, wie sie ihre Zeit rumbringen sollen, mal interviewen, wie die mit Corona umgehen und. Wir sind tatsächlich nach intensiver und reiflicher Überlegung davon abgekommen, und zwar ganz einfach aus dem Grund, zum Schutz der Person. Wenn die ihre Meinung hier kundgetan hätten und die hätten irgendwas gesagt, was die können, wir können nicht abschätzen und die können nicht abschätzen, was im Internet passiert, wenn wir sowas bringen würden. So nach dem Hashtag, das geht mir alles auf den Keks zum Beispiel. Und dann kriegen die über unseren Kanal einen Shitstorm oder werden vielleicht persönlich angefeindet hier am Ort. Dem möchten wir natürlich keine Bühne bieten. Ja, genau. Wir wissen um viele Meinungen. Aber wenn man das alles hier auf den Punkt bringen würde, dann wird es zu laut, glaube ich. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Und wenn wir jetzt jedem hier eine Stimme geben würden, würde es Leute geben, die würden sehr unfair damit umgehen. Ihr merkt ja selber, dass es nicht mehr einfach ist, heutzutage seine Meinung zu sagen öffentlich. Da kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Und die haben keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und insofern können wir leider sowas nicht machen, obwohl ich das eigentlich als das Normalste der Welt ansehen würde, dass man seine Meinung dazu äußert, auch sich äußern kann dazu, wie man das Ganze empfindet, schon gerade nach so einer wahnsinnig langen Zeit, wie jetzt schon nach über einem Jahr, und das Ende ist bis jetzt noch nicht abzusehen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir kriegen es nicht weiter hin. Manche haben ja gemerkt, dass ich da auch meine ganz persönliche Meinung habe und manchmal auch ein bisschen hochfahre. Letztes Mal war ich doch ein bisschen zickiger, glaube ich, nur ein bisschen zickiger. Passt schon. Maulig. Ja, also auch mir geht es gegen, ich bin halt auch ein sozialer Mensch und mir sind die sozialen Gegebenheiten hier auch im Ort und von allen anderen Menschen hier sehr, sehr wichtig und ich kann halt nicht ohne dem leben und muss es auch und mir tut es tatsächlich auch weh. Gut, war's denn? Wenn du fertig hast, ja. Ja, ja, was hast du jetzt für ein scheiß Wetter zu bieten? Sag doch, wir kommen im arktischen Borkheide. Ja. Ja. Lieber Matze, guck mal, hier ist es. Siehst du? Schnee. Das, machen klein, wie in den Weinbergen machen sie jetzt schon Feuer für die Weingewächse. Machen sie wieder Feuer oder machen? Ich habe gehört, die spritzen doch mit Wasser an, manchmal. Ja, das kann man auch machen. Man kann mit Regenwasser, kann mit Brunnenwasser oder mit Wasser halt mit dem Regner drüber sprühen. Man kann in den Bergen kleine Feuer machen, je nachdem. Und die letzte Nacht war schon unter 0 Grad bis minus 3. Und minus 3,8 waren heute Morgen bei mir. Ja, ist das ein geeichtes Thermometer? Ja, auf dem Tisch ist voll Eichenlaub. Ach so. Und es bleibt auch die nächste und die übernächste Nacht noch so. Wir kommen auch erst am Mittwoch Richtung Donnerstag wieder nachts über null. Donnerstag sind dann gleich noch Regen und Gewitter angesagt an manchen Gegenden. Aber auch hier bis zu 3-4 Liter, da kann schon mal wieder was runterkommen. Dann geht es auch bei dem Regenwetter ein wenig höher in den Temperaturen. Und schwuppsiwupps, danach geht es nochmal runter Richtung Samstag, Sonntag.
12, 13 Grad, ein bisschen mehr Sonnenschein als Donnerstag und Freitag. Aber angenehm auf Terrasse sitzen, wird es wohl immer noch nicht. Dürfen wir sowieso nicht. Klar kannst du auf deiner Terrasse sitzen. Du kannst mich auch auf meiner Terrasse besuchen. Und ab. Aber nur bis 22 ab Wochenanfang Uhr. Oder werden, mit Hund später. Ab Wochenanfang werden die Langlaufloipen wieder eröffnet. Ich glaube auch. Wir müssen mal Marcel Bescheid sagen, der soll mal wieder Schnee machen hier. Ah. Gut, so, das dazu. Ich glaube, wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit rumgebracht. Mehr haben wir euch für diesen Montag nicht zu bieten. Mehr gucken wir denn, was nächsten Montag passiert. Wie gesagt, wenn ihr Themen habt, könnt ihr uns die auch gerne mal rüberbringen. Genau, also wer gerne mal ins Bild möchte, sagt Bescheid, kommen wir rum. Gruß der Woche bringen wir auch. Wenn ihr das verantworten könnt, bringen wir auch euren Kommentar. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile skeptisch, wenn ich mir angucke, was im Netz so passiert. Das muss man sich nicht antun. Hm. Gut, also wie immer, hier vor der Kamera. Herr Matze und? Lutze. Und tschüss, bis nächsten Montag. Winke, winke.